Also es ist nichts Gefährliches, es beißt nicht. Wie sich das anfühlt. Weich. Ganz weich. So, nur weiter. Es ist Samstagmorgen. Im Raum der kreativen Werkstatt in der Gemeindeschule Büttchenbach haben sich Ben, Noah, Phyllis, Charlotte, Jonna und Emma an einem großen Tisch zusammengesetzt. Heute wird gefilzt. Wolle in das Seifenwasser tunken und kleine Kugeln rollen für einen Schlüsselanhänger. Basteln in und mit der Natur, das ist das Thema, das Kursleiterin Nicole Wilmes am Herzen liegt. Etwas kreieren, das macht stolz. Meistens gibt es Angebote, wo man irgendwelche Sachen kauft und damit bastelt, aber wenn man aus der Natur Sachen nimmt, die kosten nichts, die hat man immer zur Verfügung. Das nenne ich kreativ im ursprünglichsten Sinne. Wir bleiben zusammen, wir machen nichts kaputt. Und die wichtigste, wir essen nichts aus der Natur, was wir nicht kennen und wo ich nicht gesagt habe, das darf man probieren. Okay? Draußen kommt die Sonne durch. Darauf haben die Kinder gewartet. Als alle warm eingepackt sind, geht es raus. Darauf legt Nicole Wilms Wert. Denn hier wird der Entdeckergeist geweckt. Es gibt so viel zu erleben in der Natur. Hinter jedem Stein, hinter jedem Baum gibt es etwas, das die Kinder fasziniert. Hier kommen die Kinder direkt in Kontakt mit Natur und Naturmaterialien. Es ist etwas, ja, einfach etwas Natürliches. Es ist nichts Gekauftes. Es ist etwas, was schon vorhanden ist, was nicht produziert werden muss. Auch zum Beispiel jetzt mit dem Filzen, das ist ja Wolle. Auch woher kommt die Wolle? Das kommt vom Schaf. Wenn wir gut zum Schaf sind, wenn wir Schafe halten, dann kann das Schaf uns etwas schenken. Aus der Wolle können wir Kleidung machen, wir können etwas daraus basteln. Und das ist einfach diese Faszination, woher kommt das überhaupt, was wir im Alltag brauchen. Rote Backen, mal laut sein dürfen, mal rennen können, auch dafür schafft Nicole Raum. Manchmal lässt sie die Kinder etwas suchen, zapfen oder Früchte oder beobachten. Kinder seien mit den einfachen Dingen oft zufriedener, sagt Nicole. So kommen sie zur Ruhe. Drinnen ist es auch für die Kinder oft sehr laut, vor allem in den schulischen Gebäuden. Und man hat nicht diesen Lärmpegel. Und wenn man draußen ist, spürt noch mal seine Sinne. Ja, man hat ganz viele Empfindungen. Ist es kalt? Ist es warm? Ist es ruhig? Man hört vielleicht mal ein Vögelchen zwitschern. Das Angebot kreatives Naturerleben findet jeden Samstag in Büttchenbach statt. Teilnehmen können maximal 6 Kinder im Alter zwischen 4 und 6 Jahren.